unserer Reise waren wir voller Energie und Tatendrang. Wir bekamen alle genug Schlaf und waren uns einig, heute würden wir Strecke machen. Nur wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass wir heute die raue Seite Schwedens kennenlernen sollten. Guten Morgen, gerade frisch gemacht, Kaffeewasser kocht. Schauen wir mal rein, was hier los ist. Noch nicht viel. Ansonsten, ich habe viel länger geschlafen als letzte Nacht und geschwitzt. Schwitzt wie Sau. Wie eine Sau. Ein Winterschlafsack im Juni, schwieriges Thema. Es war eigentlich die ganze Zeit Regen angesagt, es regnet aber nicht. Sieht allerdings danach aus. Mal schauen, wie lange wir hier noch bleiben. Wir wollen eigentlich nur ein bisschen Strecke machen heute. Wir schauen mal, wie wir abkommen. So. Käffchen ist gekocht. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Brot. Trocken bleibt es nicht. Was haben wir aus Brot? Käse mit Salami-Geschmack. Käse mit Salami-Geschmack. Wie findest du das? Gewöhnungsbedürftig. Messerscharf. Ja. Okay, Freunde, wir stärken uns hier noch ein bisschen. Und dann geht's zur nächsten Paddy-Etappe. Und heute wollen wir ein bisschen früher mal ein vernünftiges Lager finden. Und wenn es soweit ist, erfahrt ihr jetzt als erstes. Oh. Gut. Hier. Butter. Und die Marmelade würde ich auch gleich dazu nehmen. Perfekt. Hinten ist der neue alte Käppchen. Eier lang dran. So ist ungemütlich. Wir sind an Tag 3, unsere erste Pause. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, irgendwie 6 Stunden zu paddeln, aber Klausi kann nicht mehr. Deswegen legt er jetzt eine kleine Angelpause ein und baut mir jetzt auch eine zurecht. Und ich werde jetzt mal einen ordentlichen Aal rausziehen jetzt hier, Leute. Na. Klausi ist hart am Angeln, am Angeln, oder? Kommt da was raus auch? Heilig. Andi ist auch da hinten. Mal gucken, wer als erstes hier einen rauszieht. Bisher haben wir noch keinen Erfolg gehabt. Das war's, weil mein Köder ist abgerissen. Das wird Klausi nicht begeistern. Oh Mann, ey. Naja. Was soll's. Go! Rein mit der Karre! Nochmal. Ah! Oh, den hat's erwischt, den Jungen. Eieieiei. Alter! Jo Leute, jetzt sind wir ganz schön in der Welle gefangen hier gerade. Wir wissen nicht so richtig wohin mit uns. Ist gar nicht so einfach zu steuern aktuell. Und wir versuchen jetzt wahrscheinlich doch einfach geil, oder? Das nächste Ufer anzusteuern. Weg ist weg, die beste Textwelle habe ich gehört.
Laufe des Nachmittags wurde der Wind immer stärker und die Welle immer größer, so dass wir nur noch sehr mühsam vorankamen. Letzten Endes mussten wir unsere heutige Paddy-Etappe früher beenden, als wir eigentlich wollten. Das Boot und dann ziehen wir das Ding an Land. Jetzt läuft gerade zurück das erste Abenteuer. Wir sind hier in dem Ding gerade eigentlich an Land gespült worden. So richtig aussuchen konnten wir uns das gar nicht. Und ehrlich gesagt haben wir das andere Boot verloren. Die wurden auf der anderen Seite von der Insel lang gespült. Hier ist gerade echt so eine Welle, dass einfach wie das Ding nicht mehr unter Kontrolle hält. Es ist ganz schön windig, Wellen sind da, die Bude ist ausgeräumt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein schönes Lager finden, sonst wird es nämlich sportlich. Schlafsack ist übrigens alles nass, Isomatte ist nass und spaßig heute. Jo. Ciao. Steht. Das Tarp kommt noch nach oben. Ich werde doch nicht auf dem Boden schlafen, weil der Boden einfach zu uneben ist und ich versuche es halt einfach mal so in der Matte. Hier haben wir schon ein bisschen Feuerholz vorbereitet. Ich hoffe mal, das reicht für heute Abend. Ich habe hier gerade mal noch eine Wäscheleine gespannt, ne? Weil ich werde jetzt noch mal da hinten, gibt es so eine sonnige Stelle, da werde ich jetzt einmal mich waschen und dann noch meine Kleidung, die jetzt so vor den letzten zwei Tagen über ist. Ist das was für dich? Das ist was genau ist, Alter. Also die Pfanne, Alter. Ganz echt. Ich hab schon eine Woche drauf gemacht. Wir werden die Köche im Ritzburger machen. Das ist ein Baby oder was? Ich lass mich einfach, weil sie so heiß. Trotz des Wetterumschwungs und des Zwischenfalls am Nachmittags war die Stimmung bei uns sehr ausgelassen.
jetzt so eine Plane aufgebaut. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt was versteht hier bei dem ganzen Wind. Ja, die Windrichtung hat sich immer noch mal krass geändert. So dass wir jetzt hier mitten drin sitzen. Aber wie gesagt, mit der Plane ist okay. Ja, und wie der Wind allgemein morgen steht. Ob wir mit dem Boot morgen wegkommen oder ja, was noch so passiert. Der Abend endete mit einer Erkundung der Insel und wir schmiedeten bereits Pläne für den kommenden Tag. Anschließend begrüßen wir nun noch unsere Schlafsäcke. Yo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht auf der Tour, dann bleibt dabei! Bleibt dabei! Du hast gerade irgendwo dahin gezeigt mit der Kamera. Ich glaube nicht. Ey, komm, wir es nochmal machen. Ja. Los.